Das wäre dann der Michael Rabach, ein Atombiker. Und unter Vollgas von Carsten Schneehage rein in die Wechselzone. Ist auf Platz 32 als Einzelfahrer. Also, falls du die Arme nicht ausstehst, aber. Das ist Thrombosensprung. Also, wo haben wir stehen geblieben? Bei. Beim Schulrad. Das ist erst eine halbe Stunde lang im Schlauch steht. Kurzes Strumpfband festgemacht, geschoben, rüber marschiert, dann Möglichkeit nicht quer drin stehen, weil wenn einer von hinten schnell kommt, dann sollte nichts passieren. Also passt auf euch auf, das geht jetzt momentan, wo wir alle noch relativ frisch sind, ganz gut, aber haben wir keine Zeiten zwischendrin und dann haben wir ganz ehrlich, weil ich meine, das schnellste guck mal bei den Männern. So, das 47 Männer. Also das kann nicht sein, dass wir bis 22 Minuten fahren. Hopp, 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 hopp! Da geht noch was, komm! Germania oder Germany, Bike 8 auf Platz 4, die Tech-Biker auf Platz 5, Wheelsport Racing Team auf Platz 6, dann die waren bei den Viererteams. Waren die auf 1 und sind da jetzt runtergerutscht. Aber nee, wir haben bei den Firmen geguckt. Das ist das Firmen-Achterteam, die waren da 1. Ehrlich? Mal gucken, was ist denn los mit euch? Eieiei, habt ihr einen Unfall gehabt? Ja. Ein Absturz, ein Kettenring. Oh, Kettenring, sag ich. Das Team bei Kurt-Glanzow liegt auf Platz 8, die Krücken auf 5 und Team Radebauer auf 10. Alle innerhalb von 5 Runden. Das fand ich jetzt schön, dass die Krücken zwischen 8 und 10 auf Rang 5 eingeladen haben. Das zweitschnellste, Runde 2 und die drittschnellsten. Wir sehen einen Namen. Wir können sagen, dass der Bayerische Landeskreis auch mit einem Umstieg ist, der Hartmann. In der zweiten Mannschaft ist oben der Resch, Daniel Resch und in der dritten Jonas Großmann. Wir müssen diese drei Namen merken, wir haben sonst nichts zu tun. Ja. Also, ja, dann müssen wir uns Jetzt kommt er! Hopp, 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 hopp! Auf geht's! Ist schon wieder in der Leitplatz. Warte mal schnell, der Michael fährt gerade vorbei jetzt. Also ein paar Minuten ist schon am See, ich komme rüber. Gut. Micha, auf geht's. Ebenso wie der Dietrich auf Platz 12 und 13, das ist nämlich die Masterwertung. Sven ist durch und der Christian, das sind auch Einzelfahrer, zwei Runden hat der Christian geschafft, der Gerhard hat drei geschafft und liegt bei den Einzelfahrern auf Platz 22. Aber was heißt das schon? Der ist auf jeden Fall mal der Gerhard. Auf geht's! Die Mix-Team Moonriders führen vor Beastie Bikers Anyway und Team Raceworks.
Die haben alle drei Runden, wie übrigens auch der SV 86 Schönberg. Und dann kommen wir zu vier. Hopp, 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 hopp! Egal, hopp, hopp! Sie müssten jetzt mittlerweile, wenn wir das aktualisieren würden, ihre 15. gepackt haben. Modicraft liegt zu diesem Zeitpunkt, also nach 4 Stunden 40, 4 Stunden 44, 4 Minuten hinter NHW Cube und auf 3 Team Colors, 4 Bayerische Landeskader, der Trainer. So, jetzt. Hopp, 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 hopp. Auf geht's, hopp. Ja, komm. Gut, gut, super. Oh, sorry. 4:58, gleich 4:59. Ach so, also das geht wesentlich schneller, wenn ihr mit dem linken Fuß gleich ins Pedal steigt. Na, nicht umbringen, nicht umbringen, nicht umbringen. Drüber laufen. Ihr müsst euch mal anschauen, wenn die Crosser auf